Ja, wir haben heute ein geiles Projekt. Erstmal, was mache ich denn hier überhaupt, Dominik? Du kannst jetzt ja mal kurz aufklären, was ich hier überhaupt mache. Das wissen die Leute ja nicht. Was soll ich denn sagen jetzt? Jetzt. Klassik drin. Nein, also ich arbeite hier tatsächlich. Wanna be a slave, I wanna be a master. I wanna make your heartbeat run like roller coasters. I wanna be a good boy, I wanna be a gangster. Cause you could be the beauty and I could be. Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Sammy Merten. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ja, denn. Wer ist denn? Rage? Charlie hat Angst, Ben. Nicht so geil. Genau. Ja, heute ist Tag, Arbeitstag. Ich nehme euch einfach mal mit. Und, was? Nicht, mach mal, Ben. Ben, du machst die Möbel kaputt, wenn du da so gegenhämmerst. Das ist nicht cool. Das war nur ein Unfall. Ich weiß, aber trotzdem machst du ja die Möbel damit kaputt. Das ist nicht Unfall. Machen. Nicht machen. Ja. So kannst du machen, aber nicht doller. Ansonsten geht es kaputt, weißt du? Okay. Ja, immer schön vorsichtig sein. Ja, Ben ist tatsächlich ein ganz schöner Rabauke, ein ganz schöner hier drauf zu und macht sehr viele Sachen kaputt. Deswegen muss man da immer drauf achten. Wa? Mein Schatzi. Ja. Yeah. So, Ben. Ich würde sagen, wir machen uns jetzt auf den Weg. Ja, aber die Beine so. Zum. Ja, kannst du mitnehmen, aber naja. Mach jetzt gleich noch die Terrasse sauber hier. Schon alles vorbereitet. Und vorher erstmal Ben zu Kita bringen. Also bis gleich! Ach, habe ich eigentlich schon die fertige Treppe gezeigt? Jetzt wo. Oh, die liegen nur Kindersachen, kennen wir alle, die müssen hoch. Ja, frisch gestrichen! Frisch gestrichen! Was soll ich dazu sagen? Ja, Ben ihn mal, zack, bums, für jeden Fall alles fertig jetzt. Oben haben wir bloß noch ein Problem. Ja, schade, mein Schatzi. Oben haben wir noch ein einziges Problem und dann die andere Treppe, die ging da drüber. Besser. Dass wir jetzt einfach am Arsch sind, weil wir einen neuen Boden brauchen, weil wir auch den nicht mehr haben. Der ist auch gerissen und pipapo. Naja, jetzt holen wir uns nochmal einen neuen Boden. Wahrscheinlich wird es Linoleum werden oder nicht Linoleum. Wie heißt denn das andere hier, weißt du? Was ist denn los hier, Dickerchen? Hä? Alles gut? Naja, auf jeden Fall ist die Treppe jetzt schon fertig. Sieht, ja, richtig nice aus jetzt. Und Ben hat die Wand schon wieder dreckig gemacht. Müssen wir mal gucken, wa? Mein kleiner, süßer. Ja, bist du ein feiner. Zack, bin ich draußen. Ich muss euch ja noch eine Sache zeigen, Mann. Wir haben gestern, waren wir richtig fleißig. Ich wollte euch eigentlich mitnehmen. Aber mein Kumpel kam dann so flott, dass ich mich so beeilen musste mit Schuppen ausräumen und pipapo, dass ich es einfach nicht mehr geschafft habe. Deswegen werde ich es euch jetzt im Nachhinein zeigen. Wir haben gestern hier ja, Strom verlegt, die Wärmepumpe, die Pumpe hier drinnen. Kannst du euch mal so. Ja, hier ist alles schön und sauber jetzt. Schön verkabelt. Da seht ihr die Kabel, haben wir so hinter ein bisschen ran gemacht mit Kabelbinder. Da sind die Steckdosen. Hier habe ich noch eine extra Steckdose für Licht. Ah ne, nicht für Licht, für Watten eigentlich. Ja, falls mal irgendwas ist, keine Ahnung. Roboter oder so. Staubsaugroboter, Dingsroboter. Ja, Wärmepumpe habe ich hier, die kann ich hier übrigens auch extra schalten. Und eine Vorbereitung für die Bewässerung haben wir auch schon getätigt. Und Rasenroboter. Ja, müssen wir mal gucken, wann das irgendwann folgt. Das wäre natürlich noch ein absoluter Traum. Ein Pool ist sauber. Hat einen Tag gedauert, der war ja so clean schon vorher. Ich freue mich richtig. Also da muss ich sagen, bin ich schon mittlerweile ein Pro. Aber ich habe auch immer Schiss, wenn ich den Pool vorbereite, dass ich irgendwas kaputt gemacht habe oder noch Wasser drin war oder ja, hier unsere Outdoor-Küche habt ihr schon gesehen, jetzt mit Licht, die noch nicht funktionieren, weil ich noch keine Glühbirne habe, Steckdosen haben wir, der Kühlschrank, der funktioniert jetzt auch, zack, können wir jetzt also benutzen, wir haben neue Möbel bekommen, das ist ein Erbstück von Denise, die wurde jetzt restauriert vom Schwiegervater persönlich. Sieht richtig geil aus. Hier haben wir ohne Lampe drin. Das leuchtet dann so ein bisschen. Hier draußen zwei Lampen und ich muss ganz dringend pullern. Ja, deswegen bin ich so ein bisschen schneller. Da ist der Kasten. Hier habe ich auch ein bisschen Platz jetzt zum Treten. Vorher war das alles hier ganz schlimm. Hier habe ich gestapelt. Hier habe ich halt noch nicht gemacht. Das kommt dann alles, wenn alles hier fertig ist mit Strom und Pipapo. Dann fangen wir hier an, auch drinnen was zu machen. Ja, so ein paar Sachen fehlen halt noch, aber kommt, wie gesagt, Stück für Stück. Wa? Jetzt mache ich erstmal hier weiter. Also, bis gleich. Yo, da sind wir wieder und nicht nur Ike. Moin, Ronny ist auch dabei und
Hallihallo. Wer bist du denn? Ich bin die Dominik. Naja, ey, sag mal, Dominik, ey. Ja, wir haben heute ein geiles Projekt. Erstmal, was mache ich denn hier überhaupt, Dominik? Du kannst jetzt ja mal kurz aufklären, was ich überhaupt mache. Das wissen die Leute ja nicht. Was soll ich denn sagen jetzt? Jetzt. Klassik drin. Nein, also ich arbeite hier tatsächlich auf selbstständigen Basis, helfe hier gerne mal aus, weil mir tatsächlich auch sehr, sehr viel Spaß macht, weil ich ja hier mein Hobby ausleben kann, Grills aufbauen, Bewässerung, Garten, ihr wisst wie das ist, ich bin ja ein Gartenjunge, von daher freue ich mich immer hier zu sein, weil ich lerne hier auch viel und heute, ja, geht's ab wir liefern heute mal aus, wa? Kleinen Moment, wir sind sofort für Sie da. Ja, zwei Grills, ja, die bauen wir auf und dann nehmen wir euch mit. Danke, bis gleich. Auf geht's! Ey, an einem Auto, wa? Ey, guckt euch das an. Einfach nur geil. Ja, wir holen jetzt erstmal den Grill ab. Das wird schon spektakulär werden, weil das wirklich ein großer Grill ist. Der wiegt 150 Kilo. Wir überlegen die ganze Zeit, wie wir den hier hinbekommen. Fragen aber nach einem Gabelstapler vor Ort. Die werden uns bestimmt helfen, unter die Arme greifen. Und dann können wir auch schon zum Kunden fahren. In Schwedt, wartet, wa? Erstmal nach Angermünde. Erstmal nach Angermünde, Alter. Ja, ist vor Schwedt. Nö, hielt ich ja nicht. Tor 1 war schon mal nicht. Tor 1 war nicht? Nee, nur mal Tor 2. Wissen doch nicht. Scheiße. Hey, jetzt wird's Case mit dir ja keinen haben. Letzte Tor. Nee, was machen wir dann? Denn, ohne Grill? Denn, dann war's das. Alles sind weg. Der Blaue hier? Der Blaue. Alles? Aber nicht alles. Nicht die ganze Kiste. Ständig. Oh, wie wollen wir das tragen? Nee, jetzt sei mal ehrlich. Okay, also wir filmen jetzt mal nicht, wie wir das machen. Das sieht scheiße aus. Nicht den Arbeitsbedingungen entsprechend. Von daher. Aber das schaffen wir schon. Schaffen wir. Jo, viel Glück. Und? Geht so, wa? Nein, die Sache ist, die müssen hier rauskriegen. Irgendwie klappen, ja. Wir haben ja einen Hubwagen bei. Hubwagen müssen wir fast hier vorbeikommen. Ja, zufrieden? Ja, 5 Jahre. 5 Jahre? Gute Arbeit geleistet bis jetzt. Krass. Aber den bewegst du nicht mehr. Der bleibt da, wo er ist. Mhm. Ja, okay, hier drin haben wir auch noch ein paar schöne Sachen zum Zusammenbauen gleich. Wenn wir das mal fertig machen, dann haben wir den ersten Kunden schon geschafft, oder? Genau, dann geht's zum zweiten. Tim hat ein XL. Jawohl, Alter. Ich bin dabei. Hier wird geschraubt an einem Grill, Füße ran, aufgebaut. Mein Kollege macht gerade die Bewässerung noch und ich quäl mich jetzt hier durch die Anleitung. Kuppen über Kuppen.
Feierabend. Wir haben es geschafft. So. Feierabend. Was sagst du denn dazu? Ja, danke. So, Ronny, ich mach Schluss jetzt. Kein Bock mehr, Alter. Ciao. Bis morgen. Tschüss. Ey, ciao. War schön mit dir. Bin ja auch. Nein. Ich brauch noch meinen Helm. Denn ich bin ja heute mit Roller unterwegs. Ja. Mit Roller. Jetzt geht's nach Hause, da wird hier gegrillt. Ey, das, was ich heute den ganzen Tag gemacht habe, aufgebaut und pipapo. Mike, jetzt nach Hause. Dann übrigens der Roller. Was sagt er dazu? Schnieke, oder? Sagst du dazu? Geile Teil, oder? Geile Teil. Mike, oh. Also, bis gleich. Bis gleich von zu Hause aus. Also, danke fürs Zuschauen. Macht euch einen schönen Abend. War heute ja ein bisschen spezieller als sonst. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis bald. Bis gleich. Bis nachher. Bis später. Ich freue mich. Ciao.